und zeigt damit nochmal, dass er einfach keinen Bock auf den VfB hat. Kleiner Twitter-Insider hier. Ja, jetzt kommt die Minute. So, wo ist mein Bild? Da! Da bin ich auch mal kurz raus. Eine Minute Klima, ich lasse es mal so stehen. Boah, schöne Stimmung in Dresden. Ja, das ist einfach geil, Mann. Sofort Austausch mit Hoffenheim, Leipzig. Sofort austauschen. So, das muss man einfach jedes Mal aufs Neue betonen. Boah, starker Abstoß. Was eine Ballannahme von Tomasch. Oh, alter Schwede, Helden. Schon auf hält den Ball drin, will keine Ecke. Ja, ist der Ball beim Dresdner. Aber heilige Scheiße, der Abstoß und die Ballannahme von Tomasch. Holy shit, Alter. Geiler Abstoß, Bredlo, und wie er den in vollem Sprint mitnimmt, den Ball. Grandios, Tomasch. Und grandios, Bredlo, beides. Schön abgefangen von Silas. Ja, Chulinov, Doppelpässe mit Silas. Ah, der kommt nicht durch. Er bleibt dran, stark, Endo. Stark gemacht, nochmal vorbei. Ah, der kommt doch, der kommt durch, Tomasch. Wagnermann, ja! Ja! Chulinov 1-0! Ist das geil! Ist das geil! Weil wir dran geblieben sind! Weil wir dran geblieben sind! Das Tor gehört zur Hälfte Endo. Das Ding gehört zur Hälfte Endo. Richtig stark dran geblieben da. Silas über links. Kriegt nicht durch auf Chulinov. Dann steckt dann auf Endo durch. Gut, Silas hat auch einen großen Anteil. Liegt er jetzt verletzt vor sich hin. Und dann Wagnermann richtig schön scharf rein. Keiner bei Chulinov. Und der Kollege macht das 0 zu 1. Und zeigt damit nochmal, dass er einfach keinen Bock auf den VfB hat. Kleiner Twitter-Insider hier von den ganzen Schalke-Fans, die immer gesagt haben: Chulinov, siehst du an, der will zu Schalke, hat keinen Bock auf den VfB. Ja, hat er nicht. Sehen wir hier nochmal: er hat keinen Bock auf den VfB. So, hat er nicht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Es wird mich auch als Spieler mies irritieren, dieses komische Gepfeife. Auch wenn ich weiß, nach einem Blick auf die Anzeigetafel, dass wir die 36. haben. Ne? Schöner Ball, Wagnermann. Chulinov über rechts. Bisschen alleine. Ja, zurück, Tomasch. Abschluss! Pfosten! Lebt noch. Armada über rechts. Boah, geht vorbei. Stark, chippt das Ding rein. Ah, zu hoch, zu weit. Einwurf für Dresden. Ah, Tomasch haut das Ding mit dem linken Schlappen. Der hat halt auch Platz, ne? Der steht in diesem 16-Meter-Halbkreis, steht da völlig blank und zwirbelt das Ding. Links an Pfosten. Linker Innenpfosten, ey, das gibt es nicht. Boah, das wäre eine richtig geile Hütte gewesen, wenn der reingeflogen wäre. Knappes Ding. Mittlerweile ist die Führung auf jeden Fall verdient. Also, ich glaube, Spielverlauf ist okay. War, glaube ich, mehr oder minder zu erwarten. Silas! Boah, das wäre schön geworden, ey. Von links schlenzt das Ding in die rechte Ecke, aber leider zu weit rechts gezielt. Knapp vorbei. Ah, da merkst du halt schon, ne? Tomasch vorhin mit dem. Hier gerade, oder Tomasch mit der Hacke, vorhin Tomasch mit dem Schuss an den Innenpfosten. Silas hier. Also da ist technisch eine Qualität auf dem Platz und eine Spielfreude auf dem Platz. Das ist einfach nur geil. Aber die Ecke brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber letzte Aktion vor der Halbzeitpause, würde ich mal sagen. Ja, diesmal wird es nicht kurz ausgespielt. Das Ding kommt direkt rein. Schäffler lebt noch. Akoto, heilige Scheiße. Und da schmeißt sich Anton noch vor Predlo rein. Es war auch ein extrem spitzer Winkel, also den von da reinzuhauen, wäre eh schon was Besonderes gewesen. Ah ne, Predlo hält das Ding sogar, ne? Anton springt rein, aber ich glaube, Predlo hält das Ding am Ende des Tages. Und nochmal eine Ecke. Wir sind schon drüber. Wir sind schon bei 2 Minuten 30, aber die Ecke gibt's nochmal. Boah, schöner Ball. Conte im 16er. Links vorbei! Wow. Das war die heißeste Chance für Dresden im Spiel bisher. Ein starker Ball durch. Conti hat das Tempo, geht in den 16er rein. Zieht dann auch an Ito vorbei links.
Und er kann rüberlegen auf zwei Dresdner. Die hat auch noch. Na, die war jetzt zeitlich nicht perfekt im 16er. Er schließt ab und dann zum Glück daneben. Krass. Das war keine schlechte Chance für Dresden. Schön auf Schürdoppelpass mit Führich. Boah, aber es sind drei Leute auf Führich. Krass, okay, kein Foul. Weiter geht's. Weite Auslegung von Körperkontakt. Ah, oh, das ist doch nix! Jetzt kriegt Anton Gelbrot. Ah, Bruder, also. Ja, kleine Rudelbildung, auch mal schön. Ah, nu komm, also bitte. Also. Für zwei Fouls sieht der Gelbrot. Aber wenn du das hier abpfeifst, dann musst du auch da hinten schon die Führig-Szene abpfeifen. Der wird auch körperlich gestoppt und runtergerissen. Das ist schon ein bisschen sehr gewollt. Auch Endo gerade, der da durchgeht. Endo geht durch, kriegt von einem Gehfehler, der stellt sich noch in den Weg, damit der VfB das Spiel nicht schnell machen kann. Da kannst du auch gelb geben. Also da finde ich die zwei gelben Karten sehr schnell gezogen vom Schiri. Du kannst die geben, die gelb-rote. Ja. Aber nicht mit der Linie, die er bisher hat. Du kannst sie 100% geben, die Gelbrote. Es waren dumme Fouls. Aber nicht mit der Linie, die der Schiri hier bisher fährt, die ja bisher okay ist. Er lässt ja viel Körperliches durchgehen. Viel körperliche Fouls einfach nur durchgehen oder halt nur Foul und keine gelbe Karte. Und dann Anton für zwei so Szenen direkt Gelbrot zu geben, finde ich dann halt einfach, ja, das ist halt. Das ist halt nicht angemessen nach dem, was der Schiri bisher pfeift. Natürlich alles andere ist geil jetzt, ne? Ja, Stenzel mit dem Freistoß. Ja, Bruder, hauen rein, Kollege, let's go. Der kann das nämlich. Boah, Pfosten! Oh, scheiß die Wand an. Lebt noch, Mio. Ja, Tempo, sehr stark. Jetzt muss man einen Abnehmer finden in der Mitte. Tut aber nicht. Abstoß. Ah, schade. Junge, was eine Schusstechnik auch. Der dippt mal richtig schön und klatscht an den Pfosten, der Freistoß. Das ist so ein bisschen diese Toni Kroos-Schuss-Schuss-Technik, ne? Der dippt so richtig, oder Reus auch. Ah, stimmt, Reus, das ist glaube ich vor allem der Vergleich. Reus bei Freistößen. Ist auch so eine ähnliche Schusstechnik. Und der dippt da runter an den Pfosten. Geile Nummer. Weil er nochmal schön mal reingenäht. Oh, Mola auch nochmal reingemäht. Aber die haben den Ball noch. Scheiße, Alter. Mola mit richtig Tempo hinterher. Geh, Junge. Junge Mola, was eine Arbeitsbereitschaft. Stark. Dinos, weg damit jetzt. Oh, hau das Ding doch weg, du Depp. Oh, Glück gehabt. Wir bleiben beim Ball. Glück gehabt, Dinos. Jetzt Perea. Bleib dran. Runter damit. Mio. Lebt noch, Dinos. Oh, Keeper, Eckball. Huhu, heilige Scheiße, Alter. Aber auch hier wieder, Junge. Perea kurz davor gewesen, gefoult zu werden und legt noch rechtzeitig. Oh, da ist Müller noch dran. Zweimal bockstark vom Keeper. Beim Mio-Schuss ist er noch dran, lenkt an die Latte. Und auch mal Mavropanos zieht er die Faust hoch. Abpfiff. Jesus Maria, Alter. Das war ein Arbeitssieg, wie man so schön sagt. Diese rote Karte dann zu spielen, sehr, sehr erschwert nochmal. Dresden sehr viel Druck gemacht, aber die Jungs haben standgehalten. Das war kämpferisch von jedem auf dem Platz. Auch gerade von denen, die eingewechselt worden sind, war das kämpferisch top. Das war top. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Weiterkommen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Weiterkommen. Es war jetzt nicht überragend, klar. Beim Drittligisten 1-0 ist nicht überragend. Das war kämpferisch, leidenschaftlich. Sich nicht den Start abkaufen lassen. Es war komplett anwesend, komplett da. Du hast Ansätze gesehen von Kickern wie in Perea und sowas auch da vorne. Richtig schön. Und im Pokal, gerade in der ersten Runde, zählt halt einfach nur das Weiterkommen. Fertig aus.